Wir beginnen einen traumhaft schönen Morgen. Ich begrüße Sie, freue mich, dass Sie wieder so zahlreich gekommen sind und tauchen wir ein in das Thema. Unser Generalthema ist noch immer bereit für die Welt von morgen und wir schauen im Einzelnen, welche Schritte dazu erforderlich sind. Machen wir uns also noch einmal bewusst, Sie sind der Einzige, der Ihr Schicksal jederzeit ändern kann. Viele Menschen verstehen nicht, wieso Gott manchen Menschen ein so schweres Schicksal auferlegt, das kaum zu tragen ist und an dem manche auch zerbrechen. Tatsächlich ist das die Arroganz des Egos. Gott hat damit überhaupt nichts zu tun, denn jeder schafft sich sein Schicksal selbst. Also machen Sie sich bewusst, während Sie hier jetzt so dekorativ rumsitzen, senden Sie Ihre einmalige Schwingung aus, Ihr So-Sein und bestellen damit beim Leben entsprechende Ereignisse. Also auch wenn Sie scheinbar nichts tun, verursachen Sie Zukunft. Und die Zukunft kann nur Ihrem So-Sein entsprechen. Das heißt, Sie können die Zukunft, Ihr Schicksal nicht ändern im Außen. Aber Sie können Ihr So-Sein, die Quelle, die Ursache jederzeit ändern. Wir haben das schon oft genug gesagt, aber wie ich sehe, ist es noch steigerungsfähig. Also machen wir es gerade noch einmal, indem Sie gut gelaunt sind. Ändert sich sofort die Schwingung Ihres So-Seins, damit Ihr Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse und damit Ihre ganze Zukunft. Schon ein Lächeln verändert Ihre Schwingung und damit ja, Ihr ganzes Leben. Natürlich, wenn Sie gleich wieder aufhören, hält das nicht lange vor. Aber Sie sollten schon dabei bleiben. Und das ist der nächste Schritt. Es genügt nicht, das Richtige zu tun, sondern sich das zur Gewohnheit zu machen. Ja? Das heißt also ganz konkret, machen wir auch den nächsten Schritt nochmal, sympathisch sein. Noch einmal, wie geht das? Indem ich den anderen sympathisch finde, entsteht die energetische Brücke der Sympathie. Der braucht gar nicht wissen, was ich mache, aber er spürt es und er reagiert darauf und fängt an, auch mich sympathisch zu finden. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt. Das alles haben Sie ja längst. Wichtig ist, ab jetzt spätestens, bei jedem Menschen, der Ihnen begegnet, nicht mehr wie vielleicht bisher mit dem Verstand zu gucken, Mensch, wie läuft der denn rum? Oder der könnte auch mal grüßen, wenn er reinkommt. Sondern, was macht der denn für ein Gesicht? Sondern auf die positive Seite sehen, nämlich, was finde ich an dem ehrlichen Herzensgut? Und das durch die Macht der Wiederholung zur Gewohnheit machen, dass sie automatisch bei jedem Menschen immer auf das Gute, das Richtige, das Stimmige schauen. Und damit entsteht dann wieder diese energetische Brücke und damit verändern Sie Ihre Zukunft. Das heißt, sympathisch sein macht das Miteinander angenehmer, aber das ist nur eine angenehme Nebenwirkung. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, im gleichen Augenblick, wirklich im gleichen Augenblick, ändert sich Ihr So-Sein. Und damit ändert sich Ihre ganze Zukunft. Das heißt, noch einmal, Sie können es sich gar nicht leisten, nicht gut drauf zu sein oder schlecht gelaunt zu sein oder gar sich zu ärgern. Ist jemand unter uns, der sich gelegentlich noch ärgert? Oh, ja. Machen Sie sich einfach noch einmal bewusst, was Sie sich damit antun, weil jeder Ärger kommt zu Ihnen zurück in der Zukunft als ärgerliche Situation. Sie haben das verursacht. Sie können weder Gott noch dem Schicksal noch irgendwem irgendeinen Vorwurf machen. Sie sind die Quelle Ihres Schicksals. Aber der Schlüssel zur Macht ist, Sie können es jederzeit ändern, indem Sie Ihre Schwingung ändern. Durch ein wunderbares Wohlgefühl, durch sympathisch sein, durch gute Laune, durch ständige gute Laune. Da kommt vielleicht der Verstand und sagt, ja, ich
Ich habe ja keinen Grund, wieso sollte ich ständig gut gelaunt sein? Ganz einfach, weil sie damit eine entsprechende Zukunft verursachen. Das ist Grund genug. Also lassen Sie es sich nie mehr durchgehen, nicht gut gelaunt zu sein. Machen Sie sich einfach das zur Gewohnheit. Wählen Sie das so, wie Sie Ihre Kleider morgens wählen. Sie gehen ja auch nicht aus Versehen nackt aus dem Haus, weil Sie nicht daran gedacht haben, sondern ja. Und so wählen Sie morgens Ihre Kleider, Ihre Laune ganz bewusst. Also mit welcher Laune will ich heute durch den Tag gehen? Sprich, wie will ich meine Zukunft gestalten? Naja, dann ist die Wahl einfach. Dann sollten Sie also morgens gleich, am besten bevor Sie aufstehen, ganz bewusst gut gelaunt sein und gut gelaunt durch den Tag gehen. Und damit verursachen Sie die entsprechende Zukunft. Das ist das Schöne, das ist der Schlüssel und das liegt in Ihrer Hand. Und das können Sie jederzeit tun. Natürlich können Sie das steigern. Also wir hatten ja gerade schon angesprochen, ärgern. Machen Sie sich noch einmal bewusst, warum ärgern wir uns? Die meisten Menschen finden das einfach normal. Da passiert eben was Ärgerliches und wenn jemand sowas macht, dann muss man sich ja ärgern. Muss man nicht. Kann man. Sollte man aber nicht. Weil mit jedem Ärger bestrafe ich mich, indem ich entsprechende Ereignisse in meiner Zukunft verursache. Also überlegen Sie jetzt einmal, was passiert eigentlich, wenn Sie sich ärgern? Verschwindet damit die Ursache, das Problem? Löst sich das auf dadurch? Natürlich nicht. Also Ärger macht eigentlich alles nur noch Ärger. Ja? Das heißt, wir haben eine Gewohnheit, die allen natürlich und selbstverständlich erscheint, die nur Nachteile hat, die die Zukunft belastet, womit sie etwas verursachen, was sie gar nicht haben wollen. Aber sie lassen sich das weiter durchgehen. Und das sollten sie noch einmal überprüfen, dass sie einfach sich nie mehr ärgern. Noch einmal, wie macht man das? Nun ganz einfach. Nehmen Sie mal eine ärgerliche Situation aus Ihrem Leben und vergleichen Sie noch einmal, hat das geholfen? Wurde dadurch mein Leben angenehmer, besser, reicher? Und dann werden Sie feststellen, nee, eigentlich eher das Gegenteil. So. Aber wie könnte ich denn jetzt mit einer ärgerlichen Situation umgehen? Ja gut, wenn sie passiert, nicht mehr, dann ärgere ich mich ja schon. Ja, dann ist es zu spät. Das heißt, ich muss jetzt hier, nehmen Sie mal gerade so eine Situation, über die Sie sich schon einmal geärgert haben oder über die Sie sich ärgern würden, vielleicht derzeit noch. Und jetzt überlegen Sie einmal, wo die Situation nicht aktuell ist. Wie könnten Sie weise damit umgehen? Ganz einfach. Indem Sie die Situation nehmen und sagen, gut, Ärger hilft jetzt gar nicht. Also das ist aber trotzdem eine ärgerliche Situation. Also sollte ich die nicht bestehen lassen, sondern ich sollte sie ändern. Also überlege ich jetzt in aller Ruhe, wenn so eine Situation mal passiert, wie sollte die denn sein? Was sollte denn da folgen? Also ich brauche Zielklarheit und aus der Zielklarheit ergibt sich der Weg und die Schritte. Denn ich stehe hier und ich will dahin. Ich habe jetzt das Ziel, ja, zum Beispiel, dass ich in heiterer Gelassenheit mit der Situation umgehe, dass ich mich nicht mehr von Ereignissen beeindrucken lasse. Die meisten Menschen lassen sich von Ereignissen beeindrucken. Wenn etwas Ärgerliches geschieht, Unangenehmes geschieht, machen wir uns noch einmal bewusst, es gibt keine ärgerliche Situation. Es gibt auch keine unangenehme Situation. Es gibt auch kein Problem. Es gibt nur Ereignisse, Situationen, Umstände. Die sind völlig neutral. Und dann kommt der Verstand und stülpt sein Urteil drüber und sagt, das ist aber angenehm jetzt, das finde ich toll. Oh, das ist aber jetzt unangenehm, das mag ich nur gar nicht. Ja?
Aber das sind nur Urteile. Die Ereignisse selber, die sind so oder so oder so. Und eigentlich können wir die in zwei Haufen aufteilen. Entweder sie stimmen für mich, sind angenehm, dann lehne ich mich zurück und genieße sie. Oder die Situation ist unerfreulich, sagen wir mal. Ja, dann sage ich, nee, so nicht leben. Und dann kommt Zielklarheit, wie hätte ich es denn gerne? Und was ist zu tun, um das zu erreichen? Dann tue ich das Notwendige und plötzlich sind ärgerliche, unerfreuliche, unangenehme Situationen allesamt eine Chance zum Besseren. Das Leben macht mich aufmerksam, willst du das wirklich so bestehen lassen? Und ich kann bei einer ärgerlichen Situation dann sagen, danke Leben, dass du mich aufmerksam machst. Nee, also so schon mal nicht, sondern das hätte ich lieber so und da tue ich jetzt das Notwendige und dann ist alles Unangenehme eine Chance zum Besseren, sodass ich mein Leben immer idealer erlebe, weil ich es dauernd entsprechend verändere. Aber Fazit des Ganzen noch einmal, beschweren Sie sich nie mehr bei irgendwem über Ihr schweres Schicksal oder finden Sie das ungerecht, weil es anderen geht so gut, die sind so widerlich und reich und ich bin doch so ein guter Mensch und das Schicksal meint es gar nicht gut mit mir. Das Schicksal, der Herr des Schicksals, wenn Sie dem begegnen wollen, kann ich Ihnen vorstellen, finden Sie in Ihrem Badezimmer im Spiegel. Sie brauchen bloß reingucken, dann wissen Sie, wer das verbrochen hat. Und das ist auch gleichzeitig der Einzige, der das ändern kann. Ja, so. Und da brauchen Sie sich keine Vorwürfe machen, dass Sie das bisher nicht getan haben oder nicht gewusst haben. Die Vergangenheit ist ja sowieso vorbei. Aber ab jetzt haben Sie keine Ausrede mehr. Ja, jetzt wissen Sie es und das hat einen großen Vorteil. Sie können es jederzeit ändern. Es hat aber auch einen Nachteil. Wenn Sie es nicht tun, zwingen Sie das Leben damit zum Nachhilfeunterricht. Es muss Sie daran erinnern, du, ich habe dir gesagt, dass du bist der Herr des Schicksals, aber jetzt komm nicht und beschwer dich bei mir, wenn du Unsinn verursachst. Ja, also dann ändere das. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dir schwierige Situationen verursachen, wenn du das unbedingt willst. Aber warum solltest du das tun? Ja, du kannst es auch jederzeit anders machen. Ja? Aber wie kann man das machen, wenn das gegenüber von einer Person ist? Wenn bitte langsamer was? Wenn gegenüber von einer Freundin ist, wenn man ständig ihrer hilft und Lachen und Energie gibt und die immer negativ ist gegenüber, dann kriegst du nichts von ihrer Positives. Jetzt entscheiden Sie. Ist sie mit ihrer Negativität stärker als ich, dann lasse ich mich da reinziehen und werde auch negativer. Wenn sie das aber nicht ist und ich bleibe positiv, dann bin ich ihre einzige Chance. Dann kann sie sich an mir ein Beispiel nehmen, dann kann sie sich an mir ausrichten, dann kann sie in meine positive Schwingung eintreten, wann immer sie dazu bereit ist. Ich dränge den anderen dann nicht, aber ich bin da und zeige ihm, es geht. Aber sie macht es wütend immer. Sie sagt immer, ich weiß, dass du das willst, aber du nervst mich, weil du das und das kannst und sie nicht. Und sie will nichts lernen, sondern sie will mich runterziehen. Genau, dann sagen sie ihr, ich kann dich nicht nerven. Niemand kann dich nerven. Das musst du schon selber machen. Ja, aber du kannst alles zum Anlass nehmen. Du kannst mich zum Anlass nehmen. Aber in Wirklichkeit ist mein Leben sehr viel angenehmer. Und deins ist sehr viel unangenehmer. Und du entscheidest, welches Leben du wählst. Ja? Ich will dich nicht drängen, dass du was änderst. Ich bin nur eine Chance. Und bin jederzeit bereit, dir zu zeigen, wie es geht, wenn du willst. Und wenn du nicht willst, dann leb einfach so weiter. Ich bin damit einverstanden. Danke. Dann sind Sie, machen Sie sich bewusst, Sie alle sind für Ihre Umgebung Chance. Ja? Sie sind für die anderen ein Lehrer, ein Beispiel. Und Sie zeigen, dass es geht. Und natürlich wird der andere
am Anfang meistens erst einmal wütend. Warum? Weil er eigentlich wütend ist auf sich. Wieso geht's dem so gut und mir nicht? Und was habe ich getan? Und da ist er auf dem richtigen Weg. Er muss nur weiter gucken. Was habe ich getan? Was könnte ich tun? Ich brauchte ja nur, dann würde ich auch. Und schon ist er auf dem richtigen Weg. Und deswegen sind Sie vielleicht der Reibebaum, der ihn langsam wach werden lässt. Gut, also noch einmal. Ihr Schicksal liegt in Ihrer Hand. Aber dazu gehört eben auch negatives Denken oder sich Sorgen machen. Alles, was Sie tun, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Überzeugung, jeder Glaube, alles kommt zu Ihnen zurück als entsprechendes Ereignis. Sie sind die Quelle, Sie sind der Schöpfer. Ja? Und dann können Sie nicht beten, lieber Gott, schick mir ein angenehmes Schicksal. Wenn Sie hören würden, was Gott sagt, dann würde der sagen, du, ich habe dir die volle Schöpferkraft gegeben und wenn du dir damit so einen Unsinn verursachst, dann komm bitte nicht zu mir und beschwer dich. Ich kann dir nicht für den Unsinn, den du verursachst, dann ein sorgenfreies Leben schicken. Das musst du schon selber machen. Ja, so. Also, es liegt in Ihrer Hand und das Schöne ist, Sie können alles erreichen. Noch einmal, der Schlüssel zur Macht ist Ihr So-Sein. Also prüfen Sie gerade einmal, während Sie da sitzen, welche Energie strahle ich in diesem Moment gerade aus? Was verursache ich damit? Und ist es das, was ich wirklich will? Und dann der nächste Schritt, wenn es das nicht ist, was will ich denn? Was müsste ich ausstrahlen? Wie strahle ich das aus, indem ich mich damit erfülle? Ah, so geht das. Also, so kann ich mein So-Sein ändern. Also, machen wir es gerade ab praktisch. Ganz gleich, was Sie erreichen wollen, nehmen Sie mal irgendetwas Erstrebenswertes, eine erstrebenswerte Veränderung Ihres Lebens. Und Sie können ja nur ausstrahlen, wovon Sie erfüllt sind. Also ausstrahlen kann nur das, was da ist. Wenn es nicht da ist, strahlt es auch nicht aus. Um die Ausstrahlung brauchen Sie sich gar nicht kümmern. Das macht Ihr So-Sein automatisch. Also Sie erfüllen sich mit etwas Erwünschtem, indem Sie sich in der Erfüllung erleben. Im erfolgten Erfolg. Also ich versetze mich in die Erfüllung. Erster Schritt, Zielklarheit. Also das würde mein Leben verbessern. Bereichern, ja, das wäre wünschenswert. Gut, und jetzt versetze ich mich in die Erfüllung, in den erfolgten Erfolg, ja. Ich habe es erreicht, ich bin am Ziel. Und das geht am leichtesten durch Danken. Wenn ich das mit einem Gefühl des Dankens verbinde, ja, danke, dass ich ab jetzt mit jeder ärgerlichen Situation so weise umgehe. Dann strahlen Sie das aus und verursachen einen weisen Umgang mit einer ärgerlichen Situation. Und plötzlich, nach einer Weile, erkennen Sie, ja, das gibt ja gar keine ärgerliche Situation, wenn ich weise damit umgehe. Es gibt nur Situationen, mit denen ich nicht weise umgehe und dann sind die ärgerlich. Also es lag wieder an mir. Also noch einmal, Ihr So-Sein ist Ihr Schlüssel zur Macht, die Umstände zu bestimmen, das Leid ein für alle Mal zu beenden. Und alle Probleme und alles Leid, jeder Mangel endet, sobald Sie zu Bewusstsein gekommen sind. Machen wir das auch gerade praktisch noch einmal. Zu Bewusstsein kommen besteht aus zwei Schritten. Der erste Schritt, ich mache mir bewusst, was ich nicht bin. Ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht mein Verstand. Ich bin nicht meine Persönlichkeit. Denn allein das besitzanzeigende Fürwort, mein Körper, sagt ja schon, das bin ich nicht, das habe ich. Was ich habe, kann ich ja nicht sein. Ich habe auch eine Wohnung und ein Auto, aber deswegen bin ich kein Auto oder eine Wohnung, sondern das habe ich.
Und ich habe einen Körper. Ich habe eine Persönlichkeit. Ich habe einen Verstand. Ich bin der Besitzer. Ich bin der, der dieses Erfahrungsinstrument benutzt. Ich bin der Erfahrende. Und dann erkenne ich über das, was ich nicht bin, das, was ich bin. Und der Schritt, der zu vollziehen ist, auch jetzt gleich vollziehen ist, spätestens ab sofort, ständig, Leben als Beobachter. Das heißt, ich stehe immer einen Schritt hinter mir, schaue meinem Körper über die Schulter und schaue mir beim Leben zu. Und damit geschieht eben ein Wunder. Damit ziehe ich den Stecker der Ich-Identifikation raus, denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin ja der Beobachter. Und das Beobachtete ist etwas, was da ist. Körper, Verstand, Persönlichkeit, Umstände. Aber ich bin der Beobachter. Ja? Und plötzlich bin ich damit nicht mehr identifiziert. So. Und wenn mein Körper oder mein Verstand ein Problem hat, dann ist das wie ein Freund. Ein Freund hat ein Problem, aber Sie haben das nicht. Ja? Sie können jetzt Ihrem Freund helfen. Sie können ihm einen Rat geben, wenn Sie wollen. Aber es ist nicht mehr Ihr Problem. Aber wenn Sie sich reinziehen lassen, dann sind Sie wieder drin. Dann sind Sie wieder in der Ich-Identifikation und dann ist es Ihr Problem. Aber Sie können das leicht ändern. Sobald Sie das merken, treten Sie wieder einen Schritt zurück, beobachten wieder und haben die Ich-Identifikation sofort und zuverlässig gelöst. Sie sind wieder der Beobachter. Und indem Ihnen das bewusst wird, ich bin also nicht der Körper, nicht der Verstand, ich bin auch nicht die Ereignisse, ich bin der Beobachter, ich bin Bewusstsein. Plötzlich erkennen Sie sich als erwachtes Bewusstsein. Jetzt bin ich zu mir selbst erwacht. Ich weiß, das alles hier ist großes Kino. Machen wir uns bewusst, Realität ist in Wirklichkeit reine Illusion. Und Sie erleben das jeden Morgen, wenn Sie aufwachen. Ja, gerade eben waren Sie noch im Traum und das war Ihre einzige Welt. Und Sie wachen auf und die ganzen Probleme, wenn Sie einen schlechten Traum hatten, ja, ist alles weg, ist nicht mehr da. Und Sie sind in einer anderen Welt. Und eben noch im Traum war diese andere Welt, zu der Sie gerade erwachen, überhaupt nicht existent. Also zumindest nicht bewusst. Für Sie war der Traum die einzige Realität. Und dann wachen Sie auf und dann sind Sie in einer anderen Welt. Und genau das erleben die meisten Menschen irgendwann. Fast alle Menschen schlafen. Sie träumen nur den Traum vom Leben. Sie träumen, wach zu sein. Ja? Und Sie glauben, ich habe es geschafft, ich bin am Ziel. Aber Sie können sich reich träumen, Sie können sich gesund träumen oder berühmt oder was auch immer, glücklich. Wenn Sie aufwachen, ist alles nur ein Traum. Sie stehen mit leeren Händen da. Das Einzige, was Sie wirklich sind, ist Bewusstsein. Also ist es ganz wichtig, dass wir aufwachen, aus dem Traum wach zu sein, und erkennen, wer wir wirklich sind. Den Schlüssel zur Macht, dass wir alles ändern können, dass wir Schöpfer sind, dass es ganz leicht ist. Und dann haben wir eine ganz neue Berufung. Wir werden Lebensarchitekt, ja, Zukunftsdesigner. Ja, wir gestalten die Zukunft erstmal in unserer Fantasie. Also machen wir das gerade auch mal praktisch. Was wäre denn eine erstrebenswerte Zukunft? Was würde denn mein Leben wirklich bereichern? Haben wir denn mal gerade ein paar Vorschläge, dass wir uns gegenseitig Anregungen geben? Was würde Ihr Leben bereichern? Was fällt Ihnen gerade dazu ein? Also manche sagen, wenn mein
Partner weg wäre, das wäre schon mal eine Bereicherung. Oder mein Problem oder was auch immer. Sagen wir mal irgendein Beispiel. Was würde Ihr Leben bereichern? Neues Auto. Bitte? Neues Auto. Ein neues Auto. Naja, warum nicht? Und wenn Sie Ihrem Ich eine neue Spielsache geben wollen, kein Problem. Das ist überhaupt nicht schlecht und das ist auch nicht, da sollte man nicht herabblicken. Kinder spielen gerne, Kinder brauchen Spielsachen und, ja, und haben natürlich am liebsten die schönsten, größten, besten Spielsachen. Ja, schöner als die anderen zumindest. Okay, dann sollten Sie jetzt als liebevolles, erwachtes Bewusstsein sagen, warum soll ich meinem Kind, ich, nicht eine Freude machen, wenn das doch gerne ein neues Auto hätte. Ja, meinetwegen. Sie wissen natürlich, das ist ganz unbedeutend, weil wenn Sie aufwachen, spielt das Auto keine Rolle mehr. Wenn Sie diesen Körper verlassen, dann werden Sie das Auto wahrscheinlich nicht in Ihren Sarg kriegen. Und die Himmelstür ist auch zu schmal, da kriegen Sie es nicht durch. Also, außerdem, im Himmel gibt es keine Autos. Aber gut, Sie sind jetzt hier und wenn es Ihrem Ich Freude macht, gar kein Problem. Ja? Wie eine liebevolle Mutter, wo das Kind sagt, Mami, ich hätte gern Eis. Und die Mutter sagt, du, in einer halben Stunde gibt es Essen. Ja, sagt das Kind, ich hätte aber gerne Eis jetzt. Ja, sagt die Mutter, okay, also meinetwegen, dann isst du was weniger, kriegst du eben ein Eis. Ja, so, also seien Sie liebevoll zu Ihrem Ich. Aber gehen Sie nie wieder in die Identifikation. Moment, das kriege ich hin. Identifikation mit dem Ich. Ja. Also, wenn Sie Ihrem Ich eine Freude machen wollen, spricht nichts dagegen. Machen Sie eben die Freude und dann sehen Sie jetzt, okay, ein neues Auto, was brauche ich dazu? Also Geld zum Beispiel wäre hilfreich, ja? Okay, dann kann ich mir, wenn ich genügend Geld habe, kann ich mir jedes Auto kaufen. Also verlagern wir das mal. Das Auto ist gar nicht das, was ich will. Ich will mehr Geld, dann kann ich mir ja das erfüllen. So, wie verursache ich jetzt mehr Geld? Noch einmal, indem ich es in Besitz nehme. Mein So-Sein ist die Ursache für die Zukunft. Wenn hier drin in meinem So-Sein nicht mehr Geld ist, kann es außen in der Realität nicht in Erscheinung treten. Also ich muss erst einmal in meinem So-Sein mehr Geld haben. Und jetzt versetze ich mich in die Erfüllung. Ich habe es erreicht, ja. Es muss innerhalb meiner Glaubensgrenze liegen. Wenn es das nicht ist, erreiche ich es in mehreren Schritten, die ich glauben kann. So, okay. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, 1 Million bis heute Abend, dann würde Ihr Verstand wahrscheinlich sagen, jetzt fängst du aber wirklich an zu spinnen. Wie soll das denn gehen? Wo soll das denn herkommen? Ja, also das liegt außerhalb Ihrer Glaubensgrenze. Für das Leben ist das kein Problem. Das Leben kann das. Ja, aber ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt, dass jemand plötzlich 1,2 oder 1,8, ist egal, 1, Millionen bekam von einem Moment zum anderen. Der Lotto, er hat aber gar nicht gespielt. Und er wusste, sein Arbeitskollege, der seit Jahren, jede Woche gibt er da sein Zettel ab und spielt. Und er ist natürlich auch noch nie auf die Idee gekommen, für ihn mitzuspielen. Und er hat auch noch nie gesagt, hier, mach für mich das auch mal. Ihn hat das nicht interessiert. Und irgendwann kam der auf die Idee und hat auch 2 Reihen ausgefüllt für seinen Arbeitskollegen. Ja? Er hat nichts gewonnen, aber sein Arbeitskollege hat, und er wusste nichts davon. Plötzlich kam die Nachricht, er sagt, kann ja nicht sein, ich habe ja, also geht ja nicht. Das Leben hat überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Das Leben kann alles. Der Verstand weiß nur oft nicht, wie soll das denn gehen. Und wenn ich auf diese Barriere einfalle und sage, das kann ich nicht glauben, dann geht es nicht, nicht weil es nicht geht, sondern weil ich es nicht glaube. Und dann muss ich natürlich das in kleinen Schritten machen. Ja? Dann sage ich also das Auto, okay, sagen wir mal, bis Weihnachten kann
kann ich das glauben, dass ich so viel Geld habe für dieses neue Auto bis Weihnachten? Und wenn ich sage, nicht so wirklich. Okay, dann teilen wir das auf. Also, der Monat hat gerade begonnen. Sagen wir mal, 1000 Euro extra bis Ende des Monats. Kann ich das glauben? Das ist, ja, das kann man wahrscheinlich glauben, weil das liegt im Bereich des Denkbaren. Das könnte ja irgendwoher, also zusätzlich. So. Und dann, wenn ich das verursache, und weil ich das ja glaube, erfüllt sich das auch, dann habe ich das und dann passiert das Wunder. Meine Glaubensgrenze erweitert sich. Und dann kann ich auch glauben, ja gut, jetzt mal 10.000 Euro in einem halben Jahr. Extra, zusätzlich, ja. Von unbekannter Quelle oder von bekannter Quelle auf jeden Fall unvorhergesehen. Wenn ich das glauben kann, kriege ich das auch, wenn ich es verursache, also in Besitz nehme, mich fühle am Ziel, habe es und bleibe in der Gewissheit der Erfüllung, bis es geschehen ist. So, und dann kann ich sagen, okay, ja, jetzt kann ich auch glauben, dass das Auto, okay, bis zu einer Zeit, die ich glauben kann, und dann kriege ich auch dieses Auto. Das heißt also, jedes Ziel ist erreichbar. Es ist sofort erreichbar, wenn es innerhalb Ihrer Glaubensgrenze liegt. Und es ist aber auch erreichbar, wenn es außerhalb Ihrer Glaubensgrenze liegt. Dann müssen Sie es in Schritte unterteilen, die Sie glauben können. Feierabend. So. Und so können Sie jetzt alles verändern. Sie hatten eben noch ein paar Vorschläge, was Sie ändern wollten. Nee, Sie haben gefragt, was mein Leben bereichern würde. Ja. Und das wäre immer ein erwachtes Bewusstsein zu haben. Sie können kein erwachtes Bewusstsein haben. Das ist wieder die Arroganz des Egos, das macht das Bewusstsein gleich zu einem Besitz. Ich habe aber ein richtig erwachtes Bewusstsein. Ja, das Ich kann kein Bewusstsein haben. Sie sind Bewusstsein, auch während Sie gerade da sind. Sie sind Bewusstsein. Das Einzige, worum es geht, ist, dass Sie sich wieder daran erinnern. Und das ist das Erwachen. Weil Bewusstsein ist immer wach, das kann gar nicht erwachen. Also das Erwachen selber ist auch eine Illusion. Aber wir erleben das als Erwachen, wenn wir beginnen, uns daran zu erinnern. Wenn wir das wieder erkennen, dass ich das bin. Also der erste Schritt ist zu erkennen, ich bin nicht mein Körper, nicht der Verstand, nicht die Persönlichkeit. Ich bin Bewusstsein. Und indem ich mir das bewusst mache, bin ich erwachtes Bewusstsein. Noch nicht ganz erwacht, noch nicht voll, aber immerhin so mit einem Auge ein bisschen blinzel ich schon in die Wirklichkeit. Ja, also ich erkenne mich als Bewusstsein. Das habe ich auch, aber nicht ständig, nicht immer. Eben. Und warum nicht? Weiß ich auch nicht. Das Ego wahrscheinlich. Nein, Sie rutschen wieder in die Ich-Identifikation. Da kommt ein Tun, ein Anruf, ein Gespräch und dann bin ich wieder im Ich. Ja? Noch schlimmer, jeder Gedanke, ist jemand unter uns, der schon mal gedacht hat? Ja. Jeder Gedanke zieht Sie natürlich sofort in den Verstand. Sonst könnten Sie ja nicht denken. Ja? Der Verstand ist aber Teil des Egos. Damit sind Sie wieder in der Ich-Identifikation. Ich denke gerade an Folgendes. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja Moment, wie soll ich denn meinem Verstand das Denken abgewöhnen? Brauchen Sie gar nicht, können Sie auch gar nicht. Das ist nämlich sein Wesen. Der kann gar nicht anders als laufend denken. Das ist auch nicht tragisch. Das Problem ist nur, sich nicht mehr damit zu identifizieren. Ja, wenn das meine Gedanken sind, ja, dann sind sie im Ich, im Verstand und mit allen Folgen. Aber wenn Sie mal sich zuschauen als Beobachter und sehen, schauen über den Zaun, mein Verstand denkt gerade an das, okay, und ich, Bewusstsein, da merken Sie, Bewusstsein denkt nicht. Bewusstsein nimmt wahr. Da war eine Meldung, was wollten Sie? Wie definieren Sie Bewusstsein? Lauter? Wie definieren Sie Bewusstsein?
Definieren kommt schon wieder aus dem Verstand. Da will ein Ich jetzt wissen, wie ist das eigentlich? Ja? Vergessen Sie es, das Ich kann Bewusstsein nicht erfassen. Braucht es auch gar nicht, denn Sie sind ja Bewusstsein. Ja? Sie brauchen sich also nur erinnern, Sie werden sich wieder bewusst machen, was gerade. Also, wer bin ich wirklich? Wir haben gerade gesagt, wer ich nicht bin. Ich bin nicht der Körper, nicht der Verstand, nicht die Persönlichkeit. Wer bin ich denn? Ja, ich bin der, der diesen Verstand, diesen Körper benutzt. Das würde ich aber mehr in Richtung Gewahrsein. Lauter, ich kann sonst. Das würde ich mehr so in Richtung Gewahrsein zuordnen, wenn man gewahr wird. Das sind alles Definitionen des Verstandes. Okay. Nehmen Sie das Wort, was Ihnen am entsprechendsten ist, also Gewahrsein ist durchaus akzeptabel, ja, also das heißt also, das ist Ihre einzige Wirklichkeit, Sie sind Bewusstsein, aber Sie nehmen das nicht, Sie sind sich dessen nicht gewahr, um in Ihrer Terminologie zu sprechen, und jetzt wird es Ihnen bewusst, um in meiner Terminologie zu sprechen, und dann wird es Ihnen gewahr, so. Und dann sind Sie bewusstes Gewahrsein. Wollen wir das so sagen? Gut. Und dann sind wir bei in der Wirklichkeit angekommen. Das sind Sie wirklich. Und jetzt gleichzeitig ist das Ihr Schlüssel zur Macht. Erst als erwachtes Gewahrsein können Sie natürlich von Ihrem Schöpfersein Gebrauch machen. Denn vorher, Bewusstsein, Wahrnehmung geschieht ständig. Aber das Ich kann die nicht wahrnehmen. Weil die Wahrnehmung geschieht in Energie und ich verstehe keine Energie. Ich verstehe nur Worte oder Bilder. Aber Sie müssen also erst Gewahrsein sein, dann verstehen Sie auch Energie und dann können Sie das, auch wenn Sie wollen, übersetzen, dann versteht es auch Ihr Verstand. Aber dann sind Sie erwachtes Gewahrsein. Wenn man keine Entscheidungen fällen kann, was man im Leben haben möchte. Wenn man eigentlich zufrieden ist mit allem. Aber man muss ja trotzdem eine Entscheidung fällen, um sich jetzt diesen Film einfach bunter zu machen. Ist es das Problem, dass man dann nicht, dass man die ganze Zeit permanent zwischen dem Ich und dem Bewusstsein hin und her switcht und deswegen keine Entscheidung treffen kann? Also die Frage ist, wer will da sich entscheiden? Das ist das Ich. Und das Ich kann sich schwer entscheiden, weil es nicht genau erkennt, was richtig ist. Ja, da spricht für und wieder, ja, eigentlich schon, aber auch wieder nicht und so. Aber in Wirklichkeit, wenn Sie erwachtes Bewusstsein ist, ist überhaupt nie was zu entscheiden. Als Mensch erleben Sie dauernd, dass Sie was entscheiden müssen, ja. Soll ich jetzt eine Tasse Tee trinken? Soll ich da hinfahren? Soll ich dort anrufen? Also ich muss scheinbar, ich stehe dauernd scheinbar vor Entscheidungen, aber nur als Mensch. Als erwachtes Bewusstsein ist nie wieder irgendwas zu entscheiden, weil das, was Sie vorhaben, ist entweder richtig oder falsch. Und wenn es richtig ist, dann tun Sie es. Und wenn es falsch ist, kommt es sowieso gar nicht erst in Frage. Also was wollen Sie entscheiden? Ja, Sie erkennen einfach nur, das stimmt jetzt für mich und jetzt stimmt das und jetzt stimmt das und jetzt stimmt das. Entscheidungen kommen nicht mehr vor. Entscheidungen sind nur im Ich. Und das Ich tut sich damit schwer, weil es nicht überblicken kann, wie es ausgeht. Bewusstsein weiß natürlich, wie es ausgeht. Bewusstsein weiß, bevor es den ersten Schritt tut, wohin das führt und wie es ausgeht. Also ist es Ihre Entscheidung, als wer leben Sie? Und da sind wir bei einer anderen ganz wichtigen Entscheidung, die wir gerade treffen könnten. Machen Sie sich einmal bewusst, die Antwort auf diese Frage entscheidet Ihr ganzes Leben. Aber die meisten Menschen stellen sich die Frage gar nicht erst. Als wer lebe ich? Weil sie sagen, ja, als ich, wer sonst? Ja, ich bin da, ich lebe, also was ist da zu entscheiden? Nein. Wenn ich nämlich im Ich-Bewusstsein bin, dann ziehe ich natürlich aufgrund meines So-Seins die ganz normalen menschlichen Probleme an. Dann habe ich Probleme, Schwierigkeiten, Entscheidungsschwierigkeiten,
Ja, gesundheitliche Probleme, partnerschaftliche Probleme, berufliche Entscheidungen, was soll und so weiter. Und ich soll was entscheiden, aber ich habe gar kein Instrument. Der Verstand gibt zwar sein Bestes, aber der hat nur eine begrenzte Erfahrung. Der kann nicht präzise sagen, wie was ausgeht. Er sagt, wahrscheinlich wäre das jetzt das Bessere. Also wenn Sie im Ich-Bewusstsein leben, und das sind die meisten Menschen, wenn Sie also glauben, das zu sein, was Sie im Spiegel sehen, dann sind Sie ein ganz normaler Mensch mit den ganz normalen menschlichen Problemen. Da kommen Sie auch nicht raus. Die sind auch nicht zu lösen. Und da können Sie auch nicht vollkommen gesund werden, weil das Ich ist ja die Krankheit. Also da sind Sie, wie gesagt, in einer ganz, ich nenne das pränatale Phase. Sie sind überhaupt noch gar nicht geboren worden. Und die meisten Menschen, wirklich die meisten, sterben ohne je gelebt zu haben. Die haben nur geträumt vom Leben. Die sind nie zu sich selbst erwacht. Das Leben eines Menschen beginnt nicht mit der Geburt seines Körpers, sondern erst in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht. Dann beginnt das eigentliche Leben, denn jetzt hat sich sein So-Sein geändert und jetzt zieht er ganz andere Ereignisse in sein Leben, die seinem erwachten So-Sein entsprechen. Das ist ein ganz anderes Lebensprogramm. Und Entscheidungen kommen da nicht mehr vor. Sie haben nie wieder was zu entscheiden, weil Sie würden sich ja nicht absichtlich entscheiden, oh ja, jetzt mache ich mal was falsch. Ja, Sie wissen ja, was da folgt und warum sollten Sie sich das antun? Also wahrscheinlich wird das keiner machen, wenn er mal erwacht ist, sondern Sie erkennen, was zu tun ist und was stimmt und das tun Sie dann einfach. Und Entscheidungen, wie gesagt, kommen nicht mehr vor. Wenn sie vorkommen, weiß ich, ich bin im Ich. Okay, dann muss ich mich entscheiden. Will ich wirklich in der Illusion des Ichs leben, dann habe ich diese ganzen Probleme, die auf dieser Ebene der Illusion eben angesiedelt sind. Oder komme ich zu Bewusstsein und dann sind im gleichen Augenblick alle diese Probleme weg. Ich bin wie erwacht und bin in einer anderen Realität und das, was da auf dieser Ebene war, spielt keine Rolle mehr. Sie haben nie wieder ein Problem. Sie können auch nicht mehr leiden, weil der leiden könnte, den gibt es nicht mehr. Der ist erwacht und der Erwachte leidet nicht. Also wenn wir im Bewusstsein sind, dann brauchen wir auch nicht die Katalogbestellung ja auch machen. Brauchen nicht, können ja, sollten aber nicht. Warum? Sobald Sie erwachtes Bewusstsein sind, kommt die nächste Ebene eben, Ihr Schöpferbewusstsein erwacht, Sie können alles erreichen. Ja, und das ist sehr angenehm. Sie erreichen jedes Ziel, Sie lösen Ihre Probleme, Sie erfüllen sich Ihre Wünsche, Sie leben mit Ihrem Traumpartner in Ihrem Traumhaus, fahren mit Ihrem Traumauto zu Ihrer Traumtätigkeit. Alles ist wunderschön. Aber wenn Sie von Ihrer Schöpferkraft Gebrauch machen, sind Sie der Handelnde. Und dann folgt Karma. Ja, solange jemand da ist, der etwas tut, wenn er was Negatives tut, folgt etwas Negatives, aber auch wenn er nur Positives tut, ja, nur sehr Gutes, sogar ein edler Mensch, tut nur Gutes, ist nur für die anderen da, er muss aber herkommen, um dieses gute Schicksal in Empfang zu nehmen. Er bleibt gefangen im Hamsterrad des Karma. Ja. Er muss also weiter inkarnieren und während er dann wieder Gutes tut, verursacht er neues gutes Karma und so kommt er nicht raus. Es geht also ewig weiter. Man kann sich nur befreien, wie beim Hamsterrad. Ja? Wenn der Hamster schneller läuft, kommt er nicht vorwärts. Er kann auch ganz schnell laufen, dann dreht sich das Rad noch schneller, aber er kommt natürlich nirgendwo hin. Er bleibt immer auf der gleichen Stelle, obwohl er doch nun wirklich alles gibt. Aber nach vorne ist das Rad natürlich offen. Da kann er jederzeit raus. Und Sie auch, ja, in dem Moment, wo Sie der Beobachter sind und Sie lassen Handlung durch sich geschehen, ja, also ich sage es mal einfacher, Gott wirkt durch mich als ich. Ich leihe Gott meine Hände, ich tue nichts mehr. Ja, das, was stimmt, gibt mir das eine Sein, ich sage es mal neutraler, das eine Sein zeigt mir, ich bin online,
Das eine Sein zeigt mir, was stimmt, und das eine Sein verwirklicht das durch mich. Da ist kein Handel da mehr, da entsteht kein Karma mehr. Den Rest Karma, den ich angesammelt habe, muss ich noch erleben. Aber es kommt nichts mehr dazu. Und irgendwann ist das Karma-Gefäß leer. Dann habe ich hier nichts mehr verloren. Dann verlasse ich diesen wunderbaren Körper und bin bereit für die nächste Dimension. Muss ich das Karma zu Ende erleben? Bitte? Muss ich das Karma zu Ende erleben? Das Karma muss erlöst werden. Solange der da ist, der das Karma verursacht hat, kriegt er das auch serviert. Wenn es den aber nicht mehr gibt, weil sie zu Bewusstsein gekommen sind, sind sie auf einer anderen Ebene. Da geht das Karma zurück an Absender. Es geschieht kein Neues mehr, ja, weil er kein Handel da mehr da ist. Aber solange ein Handel da ist, verursacht er auch Karma und trägt auch die Folgen seiner Handlung. Gefühle, sind die bei dem Handelnden oder in dem Bewusstsein? Also gehören Gefühle zum Bewusstsein dazu? Bewusstsein hat keine Gefühle. Die sind nur mit dem Handeln. Gehören zum Ich. Ja, das Ich hat Gefühle. Bewusstsein hat Erkenntnis. Bewusstsein weiß. Und das ist unsere Wahl jetzt. Wir könnten uns praktisch hier entscheiden, dass sie sagen, okay, jetzt weiß ich, ich habe lange genug auf der Ich-Ebene gelebt, habe lange genug mich mit diesen Problemen rumgeschlagen, aber das ist ja Illusion. Also bin ich bereit zu erwachen zur Wirklichkeit, zu meiner Wirklichkeit, zu dem, der ich wirklich bin, dann sind diese ganzen Probleme weg. Das ist wie im Traum. Alles, mit dem sie sich im Traum rumgeschlagen haben, wenn sie die Augen aufmachen, ist das weg. Ja, es ist nur noch Erinnerung. Eben war das ja noch da. Manche Träume verfolgen einen ja noch, auch wenn man aufgewacht ist. Sie erinnern sich ganz deutlich. Ja. Aber sie wissen auch gleichzeitig, okay, das ist Traum. Ja. Jetzt bin ich auf einer anderen Ebene. So. Und das können Sie jetzt in diesem Augenblick gleich entscheiden, immer alles sofort. Lebe ich weiter auf der Ebene der Illusion? Bilde mir ein, das zu sein, was ich im Spiegel sehe, ein Mensch? Dann darf ich mich nicht beschweren, dann habe ich damit gewählt, die ganz normalen menschlichen Probleme. Das ist die pränatale Phase. Ja? Ich bin noch gar nicht geboren worden, ich habe nur den Mutterleib verlassen, habe einen Körper bekommen, aber ich bin noch nicht aufgewacht. Also meine geistige Geburt erfolgt erst, wenn ich erkenne, wer ich wirklich bin und lebe als der, der ich bin. So, dann beginnt ein Leben in der Wirklichkeit. Und Wirklichkeit heißt Wirklichkeit, weil sie wirkt. Realität ist das, was bewirkt wurde. Das ist ein Ergebnis von, ja, das ist eine Wirkung. Aber die Ursache ist die Wirklichkeit. Und jetzt bin ich zur Wirklichkeit erwacht und dann bin ich die Quelle, die Ursache. Ich bin erwachtes Bewusstsein und kann alles erreichen, aber wenn ich dann das erreiche, was ich will als erwachtes Bewusstsein, dann ist da noch ein Ich, was da was will und dann bin ich der Handelnde und dann verursache ich Karma und dann trage ich die Folgen. Und wenn ich dann bereit bin, auch das loszulassen, ja, und bin eins mit dem einen und das eine wirkt durch mich, dann ist kein Handelnder mehr da. Fast. Ich habe noch einen Rest Illusion. Ich habe mich mit dem einen verbunden. Ich bin eins mit dem einen. Da ist also das eine und da bin ich, der sich damit verbindet. Das ist noch Illusion. Das ist die letzte Illusion, die ich zu lösen habe. Und ich erkenne mich als das eine. Da ist niemand sonst. Es gibt nur dieses eine Sein und ich bin dieses eine Sein. Und dann ist die Illusion vorbei. Und dann bin ich aufgewacht, aber dann ist auch meine Lektion hier auf der Erde vorbei. Da kann ich den Körper verlassen und gehe nach Hause. Also lieber nicht so schnell da rankommen. Was möchten Sie? Sag dann lieber nicht so schnell zu der Erkenntnis kommen. Das ist ungefähr so, was Sie jetzt gesagt haben. Wenn jemand erfährt, ja, wenn du hier in der Klasse, in der Schule
die Abschlussprüfung bestehst, dann musst du die Schule verlassen. Nee, ich will immer auf der Schule bleiben. Ja, wird ja keiner machen, weil das, was da kommt, ist ja so viel schöner. Ja, dann ist diese Lektion vorbei. Aber das Ich hält natürlich gern fest, was da kommt, kenne ich nicht, also hier, das weiß ich. Und wenn ich da nur noch Gutes verursache, dann habe ich ja auch nur noch gutes Karma. Das würde ich gerne, bis in alle Ewigkeit erlebe ich dann gutes Karma. Ja? Und dann sind sie hier und alle Menschen sagen, ist ein guter Mensch, der tut wirklich nur Gutes und sein Leben ist auch völlig in Ordnung. Der erlebt auch nur ganz tolles Karma. Können Sie machen bis in alle Ewigkeit, wenn Sie wollen, aber da kommen Sie nicht weiter. Dann treten Sie auf der Stelle. Und schlechtes Karma ist wie gefesselt sein an diese Ebene mit eisernen Ketten. Und gutes Karma ist wie gefesselt sein mit goldenen Ketten an diese Ebene. Aber Sie sind dann gefesselt an diese Ebene. Aber wie gesagt, wenn das Ich festet, sage ich, nee, ich gehe lieber zur Schule, da weiß ich, was ich habe, eher erwachsen werden will ich lieber nicht, das, oh, da weiß man nicht, was da kommt. Und ist ihr, können Sie machen, ist Ihre Entscheidung. Ja? Aber Sie tragen dann die Folgen eben. Also machen wir das noch uns bewusst, nicht das Leben kennt oder die Schöpfung kennt nicht gut oder schlecht oder auch das ist niedrig oder das ist höher entwickelt. Nein, der ist so und der ist da und der ist da und alles ist gut und richtig und jeder tut das an der Stelle, wo er ist, was für ihn jetzt stimmt, aus. Und zu gegebener Zeit erwacht er auf die nächste Ebene und dann tut er nichts mehr und lässt das Tun durch sich geschehen und dann ist er bereit für die nächste Dimension und das, was wir hier Vollkommenheit und Erleuchtung nennen, ist die Mindestvoraussetzung, um überhaupt in der nächsten Ebene angenommen zu werden. Da sind wir dann ganz unten bei Null. Sobald sie erwacht sind, voll erwacht sind, ja, ist kein jemand mehr da, der etwas möchten könnte. Das heißt, ja, sofort, Sie ziehen das an, was Ihnen derzeit entspricht. Also gibt es weder was zu entscheiden, noch zu verursachen, weil das, was zu Ihnen gehört, zu Ihrem Erwachten, da ziehen Sie ja sowieso an. Wenn Sie jetzt sagen, nee, ich möchte aber noch das und das, dann ist da jemand, der möchte. Und dann wissen Sie auch gar nicht, ob das so gut ist, wie das, was wirklich zu mir gehört. Weil das, was geliefert wird, ist ja sowieso vollkommen. Das passt absolut zu mir. Das Ich kann aber nicht, das, ich kann also bestenfalls meine Entwicklung stören, wenn ich noch etwas will. Aber wenn ich noch etwas will, zeigt das, da ist noch ein Ich, das etwas will. Und dann sollte ich das erst erleben. So, das ist nicht schlecht, dass da noch ein Ich ist. Da bin ich noch mit einem Bein in der pränatalen Phase. Und dann erlebe ich erst mal die Dinge zu Ende, die mir am Herzen liegen, die mir eben wichtig sind. Und wie Sie sagen, dann kann ich das abhaken, dann habe ich das erlebt und dann hatte ich das ja. Und dann bin ich wunschlos und dann kann ich so, jetzt können wir die nächste Klasse. Jetzt kann ich ganz erwachen. Und bis dahin bitte erfüllen Sie sich jeden Wunsch. Die Schöpfung bietet Ihnen die Möglichkeit, alles können Sie haben. Ganz da hinten. Zum Erwachen ist es notwendig oder nützlich, sich von leidlichen Dingen zurückzuziehen? Überhaupt nicht. Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und Sie tun das, was zu Ihrem Erwachten so sein gehört. Wo ist das Problem? Sie brauchen sich von nichts zurückziehen. Nein, das Problem ist, dass ich in meinem beruflichen Umfeld zeitlich ziemlich stark eingespannt bin. Und ich denke mir... In Ihrem beruflichen Umfeld? Eingespannt bin. Ich spanne mich selber ein. Ja, das sind alles Dinge, die hat nur ein Ich. Solange dieses Ich da ist, sind Sie in Ihrem beruflichen Feld eingespannt. Wenn Sie als erwachtes Bewusstsein zu sich selbst gekommen sind und in der Wirklichkeit leben, sind Sie nirgendwo eingespannt, sondern Sie tun das, was jetzt stimmt. Und da kann es nie wieder Stress geben, weil nie zwei Dinge gleichzeitig stimmen, sondern es stimmt immer nur eins jetzt, ja,
und wo soll Stress herkommen, worüber könnten Sie sich ärgern, dann plötzlich ist es ganz einfach. Und bis dahin sind Sie eingespannt, und eingespannt sind Sie als ich.